Außerdem kann er Wasser- bzw. Eismagie benutzen, also das kann nicht jeder Hund. Der erinnert mich an ein Glücksbärchen mit seinem Herz. Nur ist es ein Glückshund. Okay, er ist auf jeden Fall tot. Yay! Da, 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 da. Auf in die Stadt! So. Dann bringen wir jetzt mal unseren Kistenschlüssel zurück und kriegen den Kopf von Mokka wieder. Denn, ja, der braucht seinen Kopf. Hallo! Oh. Ich wollte eigentlich ihn erklicken und nicht die Kiste. Ich wollte deine Batterie klauen, weißt du? Augenblick! Da ist meine Batterie. Ich tausche sie sofort aus. Das Kabel hier überbrücken und... So, fertig. Passt diesmal besser drauf. In Ordnung. Ach, passt besser drauf auf, schon klar. Ja, also, das ist der Kopf von unserem Freund. Okay, wir passen auf, dass du ihn diesmal nicht verlierst, ne? Was habt ihr da noch? Oh, das ist ja die Diebesbeute. Die gestohlenen Sachen der anderen. Wow, gute Arbeit. Hier, ich sorge dafür, dass sie ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Ja. Du sagtest noch, du bist dran, weil er muss schon was von dir geklaut hat. Und jetzt nimmst du die Diebesbeute an sich. Ich trau dir total. Gib die auf jeden Fall wieder zurück, du Misttyp. So. Die Diebesbeute ist wieder da. Warum nervst du ihn weiterhin? Ach, jetzt geht's um die Piraten. Okay. Ihr habt doch gehört, habt doch das Gerücht gehört, dass die Piraten den Planeten einfrieren, nicht? Tja, jetzt wisst ihr es, denn ich habe es euch gerade gesagt. Piraten sind nicht mein Problem. Darum kümmert sich die Abteilung für Piratenangelegenheit auf Puffon. Fragt dort an. Sie sind unter anderem zuständig für Plündern, Kielholen und den exzessiven Gebrauch des Wortes Harr. Bist du verrückt? Wie bitteschön soll ich nach Puffon kommen? Du bist ja eine tolle Hilfe. Okay, Keks, das war jetzt wirklich schlecht. Ernsthaft, die hat keine Rakete, die Frau. Wie kommt sie dahin? Da hätte sie jetzt wohl helfen können, obwohl... ein kleiner Wachtmeister gegen alle Piraten auf der Insel... Ich weiß nicht genau, wie viele das sind, aber wenn ich nachher denke, wo man die Piraten nochmal sieht, sind das schon ganz schön viele. Also, ich glaube nicht, dass du das schaffen würdest. Dafür zwei Zauberer gegen die Piraten, die schaffen das. Drei Zauberer. Wir holen jetzt Mokka zurück. Mokka! Klick auf Mokka. Danke. Ja. Hey, wach auf, komm schon, wach auf und sieh mich an. Es hat nicht funktioniert, aber er kann doch nicht ganz kaputt sein, oder? Mokka? Bim, bim, Neustart. Möchten Sie Pommes dazu? Hallo, 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 hallo! Wurst, Synapse, thermonukleare Eigelb-Explosion, mein Name ist Mokka. Wofür warst du früher im Gebrauch? Warst du ein Pommesautomat oder so? Oh, wunderbar! Du funktionierst doch! Jag mir nie wieder solche Angst ein. Meine Schaltkreise sind gefroren. Schmeckt die Luft des darum nach Erdnussbutter und Froststoßmittel? Da sind wir endlich wieder vereint. Und ich heule rum. Was ist nun mit mir los? Wie bist du eigentlich auf diese Insel gelandet? Auf den Planet gelandet? Anders, falsch. Bäh. Ihr seid in diesen Raketen abgehoben. Ich habe beschlossen, dass einer nach euch sehen muss. So, was habt ihr hier? Was macht ihr hier? Du bist uns hinterhergeflogen? Pico, Sobe, Chai. Wir alle haben eine der Raketen auf dem Schulgelände genommen. Ausgerechnet meine Rakete muss natürlich in dieser grausamen, öden Weiten des Weltalls ausfallen. Sie zwang mich auf diesen lebensfeindlichen Eiswüste zu einer Notlandung. Also zog ich diesen gnadenlosen Eis...
Dachte er. Also durchzog ich diesen gnadenlos eisigen Wüstenei, bis plötzlich etwas Hartes an meinem Kopf abrupt zum Tisch kam. Jemand hat dir eins über die Rübe gegeben? Das ist so gemein. Oh, wenn ich den in die Finger kriege. Hier passieren immer gemeine Dinge. Und manchmal bekomme ich einen Schlag auf den Hinterkopf. Das passiert einfach. Ich betrachte es als Training für meine internen Stoßdämpfer. Meinst du das ernst? Es ist zwar immer in dein Kopf, der erwischt. Es hat zwar immer in deinen Kopf erwischt, aber trotzdem. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie ihr hierher gekommen seid. Habt ihr eine zweite Rakete zum Absturz gebracht? Nicht wirklich. Das ist eure Rakete? Interessant. Naja, sie gehört uns nicht direkt. Wir haben sie sozusagen gestohlen. Aber wir sind jetzt Helden auf einer wichtigen Mission. Darum ist es okay. Ja, ist okay. Ist okay. Helden? Ihr? Wer entscheidet sowas? Ich denke, wir sollten der Rakete besser einen Namen geben. Wie wäre es mit Ultra-Hyper-Rakete 5000? Das könnte man mit Uhr abkürzen. Schlecht. Du bist echt ein toller Roboter-Mocker, aber du hast absolut kein Talent zur Namensgebung. Außerdem hat die Rakete schon einen Namen. Sie heißt Bulette. Und sie wurde von der Expasso-Situation gebaut. Oder so ähnlich. Expresso. Bulette? Das macht Sinn. Wenn ich an eine magische Rakete denke, denke ich an Bulette. Ich nicht. Aber okay. Meinst du das jetzt ernst oder bist du sarkastisch? Ich kann das nicht immer unterscheiden. Ich auch nicht. Wie auch immer, solange sie uns nach Puffern bringen kann, ist mir das egal. Leider ist das nicht ganz so einfach. Seht euch nur diese stümperhafte Konstruktion an, sogar das Navigationssystem fehlt. Dadurch wird es eine echte Herausforderung, von Planet zu reisen. Ich hab's! Du hast was? Ich erinnere mich, in Fischhafen Zwerge gesehen zu haben. Erinnerst du dich nicht? Es heißt, Zwerge können alles reparieren. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Gut, dann lass uns zurück nach Fischhafen gehen und die Zwerge um Hilfe bitten. Okay. Wir waren da zwar gerade erst, aber ja. Bevor wir losgehen, solltet ihr wissen, dass ich die Erdmagie am besten beherrsche. Ich vermag den Boden, auf dem wir stehen, zu Beben zu bringen. Und damit werfe ich alle Gummifrösche um, sodass sie auf dem Rücken liegen bleiben. Wow. Das ist so cool. Nämlich überhaupt gar nicht. Okay. So, bin ich jetzt eigentlich schon geheilt? Nee. Ich heile mich mal eben noch, weil ich ja gerade genau neben meiner Rakete stehe. Und hier mein wunderbarer Heilungsroboter ist, wenn ich in die Rakete kommen würde. Hallo, lieber Roboter. Bitte heile mich. Ja. Danke. So. So, dann speichere ich nochmal. Einfach mal, weil ich es kann. So. Ja. Okay. Alles klar. Weiter geht's. Nach draußen. Kann ich jetzt meinen Barpunkt benutzen? Ich hab keinen Bock, Senden zu latschen. Nee. Ach, das ist ein Ereignis. Kacke. Das ist ein Event, deswegen kann ich da nicht hin. Ich muss den Weg laufen. Doch, wie habe ich mir diese Barpunkte überhaupt geholt? Laufen, laufen, laufen. Und Stupfenviecher. So, einmal kurz zum Zeigen. Mocker ist in unserem Team jetzt. Mocker ist sehr stark bei physischen Angriffen, wenn er zum Beispiel schlägt oder so.
Nur er ist verdammt langsam und er hat so eine niedrige Magiepunkt-Regenerationsrate. Also wirklich, das ist Hammer, wie niedrig die ist. Jetzt konnte er gar nicht... Oh, Kristalllaser! Ja! Auf den Zauber habe ich gewartet. Jetzt konnte er leider gar nicht kämpfen. Egal. Also der... Boah... Der hat so wenig MP, das kotzt einen manchmal wirklich an. Eine Rakete. Oh, wisst ihr was? Ich habe die hier mitgebracht, nur für den Fall. Gummistiefel! Lizzie ist jetzt sauer, weil er Gummistiefel mit hat, aber cool, danke. Ah, ich will sie anziehen. Aber er braucht sie, glaube ich, mehr als wir. Oder wird die sowas von lahmarschig ist. Okay, er steht aus Metall, er ist schwer, er kann sich schlechter bewegen als wir, also bin ich mal nicht so. Jetzt laufen die alle, nee, laufen nicht alle rum. Ich würde schon sagen. Ich hole euch nicht aus der Erde, ihr könnt darin versauern. Dann werdet ihr zu sauren, Gretchen. Können wir euch nachher, oder wir legen euch ein oder so. Müssen wir eher so erzählen. So. Ah, ich will mal was zeigen. Ich will mal versuchen, abzuhauen. Das sieht mal voll süß aus. Guck mal. Tschung! Staubwolke. Oh, ich finde das immer voll niedlich, die Animation. So, wir sind endlich da. Marone? Was machst du hier? Ich trau dir nicht. Hey, ihr seid doch Zauberer, nicht wahr? Warum fragst du? Nur die Ruhe, Mädchen. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Psst, Juf, der Typ kommt mir sehr dubios vor. Wir sollten ihn einfach ignorieren. Ihr habt von den Piraten gehört, oder? Ihr habt es bestimmt schon vermutet. Sie sind diejenigen, die den Planeten in eine riesige Eiskugel verwandelt haben. Die Piraten? Warum sollten sie das tun? Wenn ich das wüsste, Kind... Wenn ich das wüsste. Eins sicher, sind ein überstinkender Haufen Piratbanditen. Die Einheimischen würden euch danken, wenn ihr euch darum kümmern könntet. Und zwar würden sie euch mit harten Barbierer danken. Was meint ihr, ein guter Handel, stimmt's? Ich, klar, ich will den Leuten eh helfen. Aber ich brauche eigentlich kein Geld. Von einerseits... Na... Nein. Hey, euer Pech. Aber lasst mich noch eines sagen. Nur für den Fall, dass ihr doch noch zur Vernunft kommt. Vernunft annehmen, egal. Die Piraten haben ihr versteckt in den Drachenhöhle nördlich von hier. Dort haben sie auch die Eismaschine. Wenn ihr die zerstört, dann ist dieser unnatürliche Winter beendet. Okay, Marone. I don't trust you. So. Ah, erst zu den Zwergen. Zwerge! Wir müssen ja alles richtig machen hier. Und den Planeten retten, aber wir wollen ja auch hier weg. Hallo Zwerge. Habt ihr Schiff gesehen, das drüben im Westen gelandet ist? Ich wette, das ist ein altes Shuttle. Vor ein paar tausend Jahren wurden Shuttles eingesetzt, um Wasser zu... von Cassia nach Erdem... Ah. Wow. Wenn man damals aber woanders hin wollte, dann brauchte man eine Erweiterung, eine zusätzliche Steuereinheit. Ah, jetzt check ich's erst. Also, man kann wirklich nur mit dem Teil von Erd nach Cassia, weil es so gebaut wurde, dass es Wasser dahin bringt. Ah. Okay, wie oft habe ich das Spiel schon durchgespielt und habe das niemals gecheckt, weil ich niemals mit diesen Zwergen geredet habe, weil ich einfach weitergelatscht bin zu der Drachenhöhle. Ich glaube, bis jetzt jedes Mal. Mein Bruder hat mir erzählt, dass im Westen eine alte Rakete gelandet ist. Ich würde sie gerne reparieren und sie verbessern, aber wir Zwerge sind einfach nicht motiviert, wenn es so kalt ist. Ein Hinweis. Wir brauchen also eine mystische Maus. Und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr kalt ist. Hey, dieser Roboter da, ist er nicht von der Expresso-Zivilisation? Apropos, ich könnte jetzt einen heißen Kaffee vertragen. Oder 10. Also, ihr seid die Gruppe, die diesen alten Raketen westlich von hier gelandet ist, ne?
Was für ein Oldtimer. Ihr habt Glück, dass sie bei der Lagerung nicht in tausend zu viele Teile zerlegt. Danke! Das motiviert mich auf jeden Fall noch weiter mit dieser Rakete zu fliegen. Wir können sie für euch fit machen, wenn ihr diese Kälte abstellen könntet. Aber das schafft ihr vermutlich sowieso nicht. Okay. Wow, eine laufende Kaffeemaschine! Sie wird heißen Dampf speien und uns mit gerösteten Kaffeebohnen beschießen. Oh Mann, von der Kälte kriege ich Halluzinationen. Oh. Ey, arme Mokka. Die machen sich über den lustig. Also, jetzt haben wir erfahren, die lieben Zwerge wollen, dass es warm ist. Sie würden alles reparieren, brauchen aber eine mystische Maus und, wollen Wärme. Also auf zu den Piraten und bezwingen wir sie. Aber erst einmal mache ich hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, tschüss!